Vorsicht, dieses Video ist gefährlich. Es könnte dir die Augen öffnen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist zu diesem neuen Video. Warum sind manche Ideen denn jetzt gerade so gefährlich? Das könnte gefährlich sein für unsere Demokratie. Also, ich stelle mir das so vor. Es gibt da einen riesengroßen dunklen Wald. Und jetzt sind wir alle in diesem riesengroßen dunklen Wald. Und als ob das nicht schon reichen würde, haben wir jetzt alle auch noch Augenbinden auf. Alle Menschen laufen durch diesen großen dunklen Wald mit Augenbinden. Keiner weiß genau, wohin es überhaupt geht. Was machen wir hier überhaupt? Was soll das ganze Spiel überhaupt? Und jetzt stell dir mal vor, es gibt ein paar Menschen, die machen sich einfach die Augenbinde ab. Die können plötzlich sehen. So ein bisschen im Schimmern, aber die sehen plötzlich so einiges und denken sich so, das scheint ja gar nicht so zu sein, wie alle immer erzählt haben. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. Manche Menschen sehen am Horizont ein Licht. Und dieses Licht führt die Menschen hinaus aus diesem dunklen Wald in eine ganz neue Gegend. Und in dieser Gegend ist alles schön hell und es blüht und es friedlich. Was passiert jetzt hier gerade? Wir sind jetzt hier gerade fast weltweit in einem riesen dunklen Wald und keiner weiß genau, wohin es geht. Und wir haben Politiker mit Augenbinden auf, die überhaupt nicht wissen, was die machen sollen. Und jetzt gibt es Menschen, die machen sich die Augenbinden ab und die sehen, irgendwas ist in dieser Welt nicht ganz richtig. Und dann entdecken die, oh, es gibt ein hohes Ideal. Und dieses hohe Ideal wirkt wie ein Kompass. Und das hohe Ideal ist ganz anders als alles, was bisher da gewesen ist. In diesem Wald herrscht Angst, Hass, Spaltung, Entzweiung. Jeder Mensch kämpft für sich. Und dann plötzlich entdeckt der Mensch ein hohes Ideal. Ein hohes Ideal könnte sein, eine Welt voller Liebe, voller Frieden, wo eine Gemeinschaft da ist, die zusammenarbeitet. Und dann, wie kann das denn sein? Eine Gemeinschaft, die zusammenarbeitet? Wie kann man die denn beherrschen? Wie kann man da denn regieren? Denn wenn die Liebe regiert, dann muss kein einzelner Mensch alles so stark regieren und kontrollieren. Und da gibt es natürlich jetzt manche Kräfte, die wollen das nicht. Und dann sagen die einfach, dieser dunkle Wald, der muss jetzt hier so bleiben. Das ist unsere Demokratie, das haben wir uns jahrelang erarbeitet. Das ist gut so. Und vielleicht ist es ja auch so, dass wir aus einem noch viel, viel dunkleren Wald kommen. Und verglichen mit dem, was mal war, ist das jetzt gerade schon eine Lichtung. Aber wo ist das hohe Ideal? Das ist die Frage und das ist das Wichtige. Menschen, die andere Menschen führen, die in Führungspositionen sind, welche kein hohes Ideal haben, können doch die Menschen nur in die Irre führen. Und dieses hohe Ideal, dieses Licht, vielleicht symbolisch nehmen wir einfach mal die Sonne. Die Sonne ist das hohe Ideal. Was macht die Sonne? Die Sonne gibt den ganzen Tag Licht. Die Sonne gibt uns Licht, Wärme, Leben und will nichts davon zurück. Die Sonne gibt einfach den ganzen Tag. Und das ist ein Ideal. Werden wie die Sonne. Geben. Etwas tun für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft. Und da kennt die Sonne auch jetzt keine Spaltung. Die Sonne gibt jedem Licht. Egal welche Gedanken, welche Gefühle, welche Taten man macht. Jeder kriegt Licht von der Sonne. Und das kann man ganz leicht prüfen. Viele Medien laufen ganz dunkel durch den Wald. Ich habe das jetzt, im Internet sieht man das die ganze Zeit. Die wollen immer spalten. Bist du dies? Bist du das? Was hältst du davon, dass hier ein Mensch ist, der auch solche Gedanken hat? Darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir jetzt Menschen brauchen, die einem hohen Ideal nachfolgen. Und das ist interessant, denn jeder Mensch, egal ob er jetzt in einer Führungsposition ist oder nicht, der ein hohes Ideal zum Ziel hat, kann die Welt verändern, kann sein Umfeld verändern, kann eine Bewegung schaffen. Denn wenn erstmal ganz viele Menschen sehen, oh, Augenklappe ab, das ist ja ganz anders. Oh, da gibt es ein hohes Ideal, da gibt es eine andere Möglichkeit zu leben, dann wollen vielleicht viele dahin. Und je mehr dahin gehen, desto weniger Macht hat die jetzige Regierung, hat das jetzige System.
Ich hoffe, du konntest das einigermaßen verstehen, was das hohe Ideal ist, warum es so gefährlich ist für das jetzige System, die jetzige Regierung, wenn viele Menschen diesem hohen Ideal nachstreben. Denn die haben einfach keine Macht mehr dann. Und die wollen natürlich ihre Macht behalten. Und in meinen Augen ist es schön, wenn Menschen ihre Augenbinde abnehmen und wenn sie einem hohen Ideal nachstreben. Und dann verschwinden die ganzen Grenzen, dann verschwindet die Spaltung, dann verschwindet der Hass, Neid, Wut, Angst. Diese ganzen Gefühle verschwinden dann. Wie siehst du das? Hast du das auch schon mal so wahrgenommen? Was hältst du von dem Beispiel mit dem dunklen Wald? Ist das für dich verständlich? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Und bis zum nächsten Mal, dein Felix.